Seit dem Release nutze ich nun im Alltag das Pixel 6 Pro und eigentlich sollte dieses Video schon längst online sein, aber das Pixel 6 hatte am Anfang so seine Kinderkrankheiten und ich wollte Google einfach mal die Zeit geben, das Ganze zu beheben, bevor ich alles unnötig kritisiere und das am Ende des Tages gar keine Relevanz mehr hat. Und siehe da, gut, dass ich gewartet habe. Als ich das Pixel 6 Pro zum ersten Mal ausgepackt habe, war mein erster Gedanke: Ach du dicke Socke, ist das Teil groß. Tja, dann wird das eben das kleinere Pixel 6. Heilige Mutter Maria Gottes, das ist ja genauso groß. Aber nachdem ich mich mit der Größe ein bisschen angefreundet hatte, muss ich gestehen, es liegt durch die Abrundung doch schon sehr gut in der Hand. Ich weiß noch, als ich mir damals die ganzen Leak-Bilder angeschaut habe, habe ich nur gedacht, nee, das kann nicht echt sein. Oder? Und als Google das Ganze dann bestätigt hat, war für mich eins klar: Das hier hat für mich in meinen Augen den Design Award 2021 gewonnen. Auch wenn ich ein Riesenfan von matten Glasrückseiten bin, da diese in der Regel nicht nur hochwertiger aussehen, sondern zudem auch keine Fingerabdrücke hinterlassen. Google hat das aber dennoch irgendwie geschafft, das Glas so zu beschichten, dass es gar nicht mal so fingerabdruckanfällig ist. Eine matte Glasrückseite wie beim iPhone 13 Pro wäre mir dennoch lieber gewesen. Von der Vorderseite bin ich jedoch enttäuscht. Ihr Alleinstehungsmerkmal im Android-Markt, nämlich symmetrische Ränder, sind nicht mehr vorhanden. Weder beim Edge-Display des Pro noch beim normalen 6er. Jetzt kommen wir zu einem überraschenderweise schlechten Punkt: die Akkulaufzeit. So hält das Pixel 6 Pro bei normaler Nutzung 11 Stunden 34, beim Streaming 9 Stunden 37 und bei Dauerbelastung gerade einmal 6 Stunden 23. Das normale Pixel 6 hält durch sein kleineres 90 Hz Display etwas länger. So hält er bei allen Aktivitäten ca. 10% länger als sein großer Bruder und auch diese Werte sind weit entfernt von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Die Werte sind vorsichtig ausgedrückt enttäuschend. Man bedenke, hierin ist ein 5000 beispielsweise 4500 großer mAh Akku verbaut, ein adaptives 120 Hz beispielsweise 90 Hz Display, was beim iPhone 13 Pro eine unfassbar gute Akkulaufzeit ermöglicht und zusätzlich noch ein eigens entwickelter Prozessor von Google selber. Hier erwarte ich einen Akku, der ohne Probleme 2 Tage schafft, und das schafft er. Erinnert ihr euch noch daran, als ich am Anfang des Videos gesagt habe, gut, dass ich mit diesem Video gewartet habe? Gut, dass ich gewartet habe. Das ist eines dieser Gründe gewesen. Ich weiß nicht genau, was Google hier an den Optimierungsschrauben gedreht hat, aber die Akkulaufzeiten haben sich über die Wochen drastisch verbessert. Anscheinend muss der neue Tensor-Chip sich von Google erstmal ein bisschen eingrooven lassen. Auf jeden Fall hat der Akku nun zum Teil 30% länger als vorher. Auffallend vor allem beim Streaming, denn hier scheint Google die eigene YouTube-App stark für das Pixel nachträglich optimiert zu haben. Das sind Laufzeiten, die ich jetzt nicht als exzellent bezeichnen würde, aber dennoch gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, der in so ziemlich jedem Review komplett auseinandergenommen wird: der Fingerabdrucksensor. Als ich den zum ersten Mal genutzt habe, habe ich mir gedacht, da habe ich wohl den nicht richtig eingescannt. Egal, nicht schlimm, mache ich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Er ist wirklich so langsam. Google hat inzwischen auch selber Stellung dazu genommen, denn anscheinend arbeitet der In-Display-Fingerabdrucksensor zur Entsperrung in Kombination mit dem Tensor-Chip mit einem deutlich komplexeren Algorithmus, welcher dann entsprechend sicherer ist. Bedeutet komplexere Authentifizierung für einen Schutz zum Preis einer erhöhten Verarbeitungsdauer. Kann man davon halten, was man möchte? Wer das Ganze ein bisschen entgegenwirken möchte, habe ich 2 Tipps für die schnellere Entsperrung parat. Tipp Nummer 1, geht in die Einstellungen, dort auf Display, scrollt ganz nach unten und aktiviert den Schalter für eine bessere Berührungsempfindlichkeit. Danach geht ihr in die Sicherheitseinstellungen und fügt den exakt gleichen Finger noch einmal hinzu. Danach sollte die Entsperrung spürbar schneller laufen. Worauf ihr ebenfalls achten müsst, ist die richtige Displayschutzfolie, denn hier kann ich euch nur empfehlen, keine billigen von Amazon zu kaufen, denn diese sind zum Teil entweder zu dick oder brechen das Licht so, dass eine Entsperrung noch länger dauert. Hier kann ich euch mal wieder wärmstens die Folien von Rhinosheet empfehlen, die mich bei diesem Video unterstützt haben. Auch wenn diese Folien dick erscheinen, beeinträchtigen sie den Fingerabdruckscanner null. Bei den Cases muss ich sagen, dass ich diesmal euch nur von den Original Google Cases abraten kann, denn diese wirken überhaupt nicht hochwertig und optisch zerstören die den Look des Pixel 6. Aber schaut euch mal das hier an. Oh boy.
Reiner Schied hat endlich Dragon Ball Cases im Sortiment. Qualität und Fitting wie gewohnt unfassbar gut. Das Ganze wird nun endlich nicht mehr wie früher in Plastik, sondern mit recyceltem Papier und umweltfreundlicher Sojatinte bedruckt. Für diesen Wandel ein riesen Lob von mir. Wer etwas bestellen möchte, kann super gerne über den Link in der Beschreibung den Code KONGTECH eingeben, denn dieser gibt euch nochmal 15% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Sprechen wir aber nun über die größte positive Überraschung für mich, Material You. Der größte Pluspunkt ist etwas, das man gar nicht über die Kamera visualisieren kann, nämlich das 120Hz Display in Kombination mit der Software. Denn diese harmoniert so unfassbar gut mit dem neuen Layout. Die Animation bei jeder Bewegung und jede Aktion sind so unfassbar flüssig und geschmeidig. Alleine, wenn man die Notifikationsleiste runterzieht, merkt man, wie mega befriedigend das Ganze fürs Auge ist. Zudem wurde so ziemlich alles abgerundet. Jede Kleinigkeit in jeder App wurde umgestaltet. Was ich auch sehr schön finde, ist das kleine Pop-Up-Fenster von YouTube, denn dieser ist nun endlich auch abgerundet. Zudem kann man die Größe auch einfach per Pinch-to-Zoom verändern. Apropos Zoom, auf der Rückseite haben wir nun zum ersten Mal endlich eine Zoom-Kamera. Wenn ihr euch für das Pro-Modell entscheiden solltet, bekommt ihr hier einen vierfachen Telezoom-Linse und dieser ist wirklich... Hier möchte ich auch gar nicht so viel zu sagen, denn mit dem Pixel 6 bekommt ihr aktuell einfach... stumpf gesagt, die besten Kameras spendiert auf dem gesamten Android-Markt. Die Bilder sind schön kontrastreich, die Hintergrundsoperation ist grandios, die Farben sind knackig und alle Bilder sind unfassbar scharf. Bei der Zoom-Linse würde ich sogar sagen, sie sind sichtbar besser als beim iPhone 13 Pro, beim Weitwinkel eher nicht. Die Bilder sind einerseits nicht so weitwinklig, wie ich es mir bei einem Weitwinkelobjektiv gewünscht hätte und bei Nacht ist sehr viel Rauschen zu sehen und zudem hat das einen sehr starken HDR-Look. Bei der Hauptlinse sieht das alles anders aus. Wenn eine Aufnahme sitzt, dann ist es das beste Foto, was du je mit einem Smartphone geschossen hast. Inzwischen sind die Smartphone-Kameras der Flaggschiffe aber schon so unfassbar gut geworden, dass es mich einfach nur noch langweilt, das Ganze zu testen. Was mich aber viel mehr catcht, sind die kleinen Nicknacks und in dem Fall ist es die Software. Oder anders gesagt, der magische Radierer im Pixel 6. Egal, was die ganzen Personen von diesen Smartphones hier gehalten haben, sobald ich den magischen Radierer ausgepackt habe, war die Reaktion immer gleich. Mit Hilfe eines neuronalen Netzes ist die Bilderkennung so gut, dass die Retusche binnen einer Sekunde fertig ist. Damit das Ganze so richtig gut funktioniert, braucht man am besten ein wiederholendes Muster oder viel Fläche drumherum. Was mindestens genauso genial ist, ist die Diktierfunktion und glaubt es mir, es ist unfassbar, wie gut das Ganze funktioniert und vor allem auch, wie schnell. Ich meine, ich muss noch nicht einmal darauf achten, wie ich gewisse Dinge betone oder ob ich nuschel. Der neue Tensor-Chip verarbeitet alles in einer Geschwindigkeit, die ziemlich genau Echtzeit entspricht. Da der Algorithmus auf Deutsch noch in der Lernphase sich befindet, ist er noch nicht so schnell wie auf Englischer, weshalb, wenn ich mein Sprachtempo auf das Maximale schrauben würde, er offensichtlich nicht mehr hinterherkommt, dennoch super genial. Und das Ganze geht sogar noch weiter. Wenn ich zum Beispiel in WhatsApp reingehe und eine Konversation auswähle, die zum Beispiel auf Englisch ist, ploppt oben eine Benachrichtigung, das Ganze zu übersetzen. Danach wird die gesamte Konversation komplett visuell übersetzt. Wenn ich antworten möchte, kann ich das Ganze auch auf Deutsch machen und er übersetzt das Ganze dann für mich automatisch und fügt dieses auch automatisch ein. Also wenn das nicht der Megahammer ist. Ja, und so kam es, dass ich mich immer mehr in dieses Pixel-Gerät verliebt habe. In Kombination mit der 5 Jahre Update-Garantie ist das Pixel 6 und das 6 Pro für mich die Android-Smartphones des Jahres. Ein geniales Design, ein Top-Display und einer guten Akkulaufzeit, die coolsten Features auf dem gesamten Android-Markt und zusätzlich wohl die besten Kameras neben dem iPhone 13 Pro. Und das zu einem verhältnismäßig geringen Preis. Das verdient Applaus. Falls ich euch mit diesem Video irgendwie helfen konnte bei irgendeiner Entscheidung, gebt mir doch gerne ein Like und ein Abo. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, spread some love and peace.